Vom Bierbauch zum Sixpack mit nur einer Operation. Ist das wirklich etwas? Ist das eine Technik, die es tatsächlich im wirklichen Leben gibt? Und vor allen Dingen, bist du ein Kandidat oder eine Kandidatin dafür? Das erfährst du jetzt in diesem Video. Jeden Tag trainieren, Low Carb, Bauchmuskeltraining und vor allen Dingen noch mal ein bisschen Kalorien zählen, das ist für einige zu viel. Und deswegen entscheiden sie sich am Ende des Tages für eine Fettabsaugung. Aber ist es tatsächlich so, dass du mit dem Bierbauch hier auftauchen kannst und der plastische, ästhetische Chirurg oder Schönheitschirurg oder wer auch immer sich daran wagt, schafft dir mit seiner Fettabsaugungskanüle ein Sixpack? Diese Frage wollen wir jetzt hier klären. Mein Name ist Professor Dr. Sinis, ich bin dein Plastic Surgery Coach und ich verfüge über 20 Jahre Erfahrung in diesem Gebiet. In meiner täglichen Praxis im Berlin habe ich es mit zahlreichen Patientinnen und Patienten zu tun, die verzweifelt daran kämpfen, ein Sixpack zu bekommen und die es einfach nicht schaffen. Seien wir ganz ehrlich, ich selbst bin Athlet seit vielen, vielen Jahren. Mit 5 Jahren bin ich zum Sport gegangen, später habe ich Leistungssport betrieben. Nur das Studium der Medizin hat mich am Ende davon abgehalten. Und tatsächlich, wenn ich an mir selber runtergucke, merke ich, es ist verdammt schwierig, so ein Sixpack in irgendeiner Weise zu halten. Der normale Weg, der übliche Weg, sieht so aus, dass man zunächst mal in die Fettverbrennung muss, damit hier überhaupt kein Fett aufgebaut wird. Und am Ende des Tages müssen die Muskeln noch so schön stark sein, dass sie unter der Haut dann auch gut zu sehen sind. Aber gibt es tatsächlich den Weg, dass wir durch eine Operation, durch die Fettabsaugung, über die wir ja in der Vergangenheit auch schon mehrere Videos produziert haben, damit du einen kleinen Überblick bekommst, werden wir nochmal einen kleinen Link hier hoch verlinken. Den kannst du anklicken und dir die Details der unterschiedlichen Fettabsaugungstypen anschauen. Aber ist das tatsächlich der Weg, den man gehen kann? Tatsächlich ist es so, dass wir in unserem Alltag viele Patientinnen und Patienten sehen, die in ihrem Körperstatus, mit dem sie zu uns kommen, in einem sehr, sehr guten Zustand sich befinden. Und tatsächlich kann man sich vorstellen, dass diese Patientinnen und Patienten sehr, sehr hart daran arbeiten. Aber seien wir ganz ehrlich, wir haben es mit einer Altersgruppe zu tun von Patientinnen und Patienten, die beruflich massiv eingebunden sind, die viele, viele Stunden am Tag arbeiten, die manchmal überhaupt nicht die Möglichkeit haben, sich gesund zu ernähren, die sehr unregelmäßig essen, aber die auch von ihrer Zeit her nicht immer in der Lage sind, in diese ausdauernden Sportarten hineinzugehen, wo sie zum Beispiel, wie ich das auch manchmal gerne mache, früh morgens um 7 ins Wasser springen und 1 Stunde lang schwimmen und dann kommst du richtig gut in die Fettverbrennung rein, du kommst aus dem Wasser raus und du merkst richtig, du hast einen Bärenhunger, weil du hast auch viel Fett verbrannt. Und dafür braucht man Zeit. Und wenn ihr Mädels seid, die jetzt gerade dieses Video hier sehen, dann will ich euch gar nicht darüber erzählen, wie es ist, morgens mit klatschnassen Haaren aus dem Wasser zu kommen, sich dann die Haare zu füllen, und dann ganz schnell auf die Arbeit. Also, lange Rede, kurzer Sinn, für viele Patientinnen und Patienten ist das eine Utopie, weil sie sich in dem beruflichen Werdegang, in dem sie sich gerade befinden, gar nicht in der Lage sehen, diesen Aufwand zu betreiben. Und ich sage es noch einmal, einen richtig guten Körper zu haben, der auch funktionell gut und gesund ist, das ist ein absoluter Fulltime-Job. Und wenn wir uns die Schauspieler anschauen, Actionhelden und so weiter, die bringen sich häufig für Filme erstmal richtig in Form, damit sie gut aussehen und ihre Filme abdrehen können. Also es ist auch ein Zustand, der auch sehr, sehr schwer zu halten ist. Und deshalb haben wir in meiner Praxis in Berlin-Dahlem auch wirklich regelmäßig diese Anfragen, wie verhält es sich mit einer sogenannten High-Definition-Fettabsaugung. In der Vergangenheit habe ich selbst immer wieder Zweifel gehabt. Wir sprechen über ein sehr, sehr komplexes Thema, was auch ein bestimmtes Patientenklientel braucht. Also Patientinnen und Patienten, die von sich aus auch einen Körper mitbringen, wo man sagen kann, man kann an diesem Körper sehr, sehr gut optimieren. Tatsächlich werden wir hier auch einige Bilder einblenden, die wir auch in der Kooperation mit einem unserer sehr, sehr guten Freunde und Kollegen aus Südamerika erzielt haben. Patienten, die in der athletischen Modulation, so wie wir das bezeichnen, ihr Sixpack dann auch bekommen haben, aus Extremsituationen des Sportkommens, also Bodybuilder zum Beispiel, aber auch Otto-Normalverbraucher, wo man sagt, Mensch, der hat ja aber auch relativ viel Fett dran. Es ist die Technik am Ende des Tages. Es ist die Technik und deswegen sprechen wir jetzt ganz, ganz klar darüber, welche Techniken gibt es und was kann ich erwarten. Die Vaser-Technik. Die Vaser-Technik ist in der Vergangenheit extrem propagiert worden. Es gibt zahlreiche Werbekampagnen über den Vaser und wer dann das Wort Vaser hört, der wird sagen, bang, da renne ich hin. Da muss ein Laser dahinter stecken.
Der Vaser als solches ist in einer Phase entwickelt worden, wo die Lasertechnologie mit der Smart Lipo auf ihrem Höhepunkt war. Das bedeutet, dass dort eine Art Konkurrenzprodukt zum Laser produziert worden ist. Und zwar handelt es sich dabei um eine Technik, die uralt ist, nämlich das ist das herkömmliche Ultraschallgerät. Ultraschall funktioniert so, dass wir bei der Fettabsaugung mit dem Vaser eine Ultraschalltechnik haben, wo aufgrund der ultraschallbetriebenen Spitze der Fettabsaugungskanüle Hitze entsteht. Und diese Hitze lässt dann die Haut schrumpfen an bestimmten Stellen, wo wir uns das ausdenken, insbesondere an der Mittellinie, an den Seitenlinien, wo die Quernbauchmuskeln ansetzen und natürlich dann in den sogenannten Intersektionen, das heißt da, wo die Sixpacks sitzen und wo sie tatsächlich diese Sektionen haben, die sie voneinander trennen. Dort kann dann die Haut schrumpfen und kann dem Patienten dieses schöne Bild eines Sixpacks produzieren. Es gibt auch zahlreiche Kollegen, insbesondere in Südamerika, in Kolumbien, wo diese Technik auch mitentwickelt worden ist, die auf diese Technik oder auf diese Technologie schwören. Ich persönlich tue es nicht. Warum spreche ich so negativ über diese Technologie? In meinen Händen, ich habe das wirklich einige Wochen zum Ausprobieren gehabt, dieses Gerät, weil wir es auch kaufen wollten, in meinen Händen habe ich keinen Vorteil gesehen an diesem Gerät und habe auch tatsächlich diese schönen Ergebnisse, die man zum Teil auch sieht, nicht reproduzieren können. Und ich glaube tatsächlich, dass ich aufgrund meiner jahrzehntelangen Erfahrung das nicht schlechter oder besser gemacht habe als die anderen Kollegen. Ich glaube nur, dass diese Technologie, und das ist jetzt meine persönliche Meinung, also hier an dieser Stelle keine großen Klagewellen aus den USA, meine persönliche Meinung ist, dass ich das mit einer anderen Technik, mit einer anderen Technologie deutlich effektiver gestalten kann. Kommen wir zum Smart-Lipo-Konzept. Das Smart-Lipo-Verfahren basiert auf einem Laser. Der Laser macht genau dasselbe, das heißt, er lässt aufgrund der Hitze die Haut schrumpfen. Und wir erinnern uns daran, wenn wir eine sogenannte High-Definition-Fettabsaugung machen, also wenn wir eine hohe Definition in den Torso hineinbringen wollen, dann passiert Folgendes, dann müssen wir irgendwo die Haut zum Schrumpfen bringen an den Stellen, wo das Fett die Haut zum Ausleiern gebracht hat, damit man dort auch die Muskulatur sieht. Das bedeutet, dass wir an der Stelle mit dem Laser diese Hitze applizieren können und dann entsprechend eben die Intersektionen und die seitlichen Bauchmuskeln und auch den Sägezahnmuskel sehr, sehr schön herausarbeiten können. Einziger Nachteil, und auch das haben wir natürlich in der Vergangenheit probiert und deswegen bin ich auch von dem Laser, was die High-Definition-Liposuktion anbetrifft, zurückgetreten. Dieser Laser appliziert eine Hitze, die zum Teil sehr unkontrolliert nachwirkt. Und dieses unkontrollierte Nachwirken ist aus meiner Sicht ein Nachteil, weil eben nicht jeder Hauttyp gleich ist. Und es können an der Stelle dann Unregelmäßigkeiten entstehen, die das schöne Ergebnis schädigen. Ich will euch nur ein kurzes Beispiel dazu geben. Wenn Unregelmäßigkeiten an der Seite entstehen, wo der Sägezahnmuskel ist, dann ist das relativ wurscht. Das ist egal, weil hier tatsächlich bei einem normal athletischen Patienten, bei einem normal athletischen Menschen, die Unregelmäßigkeit durch den Übergang der Muskelfasern des Sägezahnmuskels auch zu einer unregelmäßigen Struktur führt. Das heißt, wenn diese Unregelmäßigkeiten in einer diagonalen Richtung eingearbeitet sind, fällt das gar nicht auf. Als nächster Muskel kommt der Latissimus und dieser Latissimus deckt das eigentlich relativ gut ab. Jetzt kommt das Problem. Wenn wir mit der Smart Lipo in dem vorderen Bereich, wo die geraden Bauchmuskeln sitzen und insbesondere im unteren Bereich unterhalb des Bauchnabels, wo wir zwei lange Bauchmuskeln haben, wenn es dazu Unregelmäßigkeiten kommt, dann haben wir ein Problem. Dann müssen wir mit dem Patienten irgendwo dieses Problem lösen. Dann zieht sich die Haut da ganz komisch zusammen. Da muss man dann mit Fetttransplantation arbeiten. Ganz, ganz blöd. Also das ist auch für mich jetzt nicht die bevorzugte Technologie, die bevorzugte Technik für die sogenannte High Definition Liposuction. Dritte Technik, und das ist unser Konzept. Unser Konzept ist nicht mein Konzept, das ich erfunden habe, sondern bei unserem Konzept sprechen wir von der sogenannten athletischen Modulation. Die athletische Modulation ist kein eingetragener Name, es ist kein Trademark oder sowas, aber man muss ganz fair sein und man muss ehrlich sein, denn viele Menschen trinken aus den gleichen Quellen, aus dem gleichen Brunnen. Und diesen Brunnen, den haben wir in Brasilien gefunden. An dieser Stelle grüße ich meinen guten Freund Roberto Bijos, der die athletische Modulation als sein Konzept, im Grunde genommen als Gegenkonzept zur Vaser-Technologie aus Kolumbien, produziert und publiziert hat. Und den wir in den letzten Jahren immer wieder als Kooperationspartner für uns gewinnen konnten, den wir hier in Berlin auch hatten als Teacher und als Tutor, der auch Michaela Schäfer
operiert hat in Brasilien in Kooperation auch mit RTL. Also ganz, ganz toller Mensch, ganz toller plastischer Chirurg und eine tolle Freundschaft in den letzten Jahren entstanden. Dieses Konzept haben wir so übernommen und für uns das Berliner Konzept entwickelt. Bei der athletischen Modulation handelt es sich um eine High-Definition-Liposuction, also eine Hochdefinitionsliposuktion, wo die Intersektionen rausgearbeitet werden, wo die seitlichen Bauchmuskeln rausgearbeitet werden, der Sägezahnmuskel rausgearbeitet wird, und zwar mit einer sogenannten vibrationsassistierten Kanüle. Entweder wird das mit Druckluft betrieben, so machen es die Brasilianer, oder es wird elektrisch betrieben, so machen wir das, weil wir einfach den hohen Lärmpegel nicht im OP haben wollen. Und dadurch wird die Haut an den Stellen entsprechend zum Schrumpfen gebracht, wo wir unsere Akzente im Rahmen der High-Definition-Liposuktion bringen wollen. Wir beginnen immer mit einer 360-Grad-Saugung, das heißt, es wird auf dem Bauch und auf den Seiten gelagert und auch dort gesaugt, und wir enden dann immer in Rückenlage, wo wir dann die Feinform hineinbringen, wie ein Geigenspieler, der mit dem Blatt über die Geige geht und damit tatsächlich dann die Feinform hineinbringt. Diese Feinform wird akzentuiert und wird zusätzlich verstärkt, und das ist das Berliner Konzept oder unsere Weiterentwicklung dieser athletischen Modulation unseres geschätzten Kollegen Roberto Bijos wird akzentuiert durch eine sogenannte Radiofrequenztechnik. Die Radiofrequenztechnik ist nichts Neues, aber in der Form, wie wir sie betreiben, durch den Anbieter Renuvion bzw. als J-Plasma bezeichnet, ein Novum oder eine tolle neue Entwicklung, weil dort diese Hitzeeffekte, die wir beim Laser hatten, nicht auftreten. Die Radiofrequenz produziert genau dieselbe Hitze wie ein Laser. Die Radiofrequenz hätte dieselbe Problematik wie ein Laser, dass wir dort zu ungeordneten Hitzeentwicklungen und Unregelmäßigkeiten führen würden. Aber es passiert nicht. Und warum passiert es nicht? Weil zeitgleich zur Applikation von dieser Radiofrequenzsonde ein Gas mit einströmt. Und zwar ein Gas, das ist Helium. Und dieses Helium kühlt das Gewebe runter, sodass wir leichte Temperaturanstiege verzeichnen können von ungefähr 4 Grad über der normalen Gewebetemperatur. Also anstatt 37 Grad sind wir dann bei 41 Grad, aber eben nicht diese brutalen Anstiege auf 60, 70 Grad haben, die dann auch nachbrennen und wo wir zwar ein schönes Ergebnis sehen, aber irgendwie einen Tag später haben wir Unregelmäßigkeiten. Das heißt, what you see is what you get. Das, was auf dem Tisch passiert, ist dann auch am Ende das Ergebnis aufgrund dieser Helium-Gas-Technik, die zusätzlich eingesetzt wird. Das Konzept haben wir weitergesponnen, und zwar nicht wir alleine, sondern tatsächlich auch nochmal mit unserem brasilianischen Kollegen. Das heißt, wenn wir jemanden haben, der nicht muskelstark ist, dann jetzt kommt der Punkt, für wen ist diese Technik geeignet? Bist du ein Kandidat und können wir diese Operation bei dir durchführen? Oder musst du ein Bodybuilder sein, der irgendwie ein gewisses Grundskelett an Muskulatur mit sich bringt? Hier ist jetzt unsere Antwort auf diese Frage. Wenn wir Patienten haben, die muskelschwach sind, die ihre Bauchmuskulatur nicht so trainiert haben, dass der Rumpf, diese sogenannte Core Stability, so stark ist, dass du wirklich die Muskeln hier einzeln siehst, dann machen wir Folgendes. Dann fangen wir das Fett auf und in derselben Operation wird Fett in den Muskel hineingespritzt. Tatsächlich haben wir eine sehr, sehr gute Anheilrate des Fettgewebes in dem Muskel, weil die Durchblutungssituation im Muskel ist sehr, sehr gut. Das heißt, das Fett bekommt den Sauerstoff und die Durchblutung, die es braucht, um sich dort wohlzufühlen und dort anzuwachsen. Und wir haben das Volumen, das wir brauchen, um im Rahmen dieser Intersektion, die wir reinsaugen, dann auch die entsprechenden Volumenakzente zu sehen, wie wir sie beim Sixpack haben. An der Stelle kommt es lediglich darauf an, dass der Chirurg mit der Anatomie der Bauchmuskulatur gut vertraut ist und auch sieht, wo die Grenzen sind. Das heißt, man muss den Patienten im Vorfeld sehr gut einzeichnen und ihn immer wieder sich anspannen lassen und die Anzeichnung dann entsprechend als Grenzen hineinbringen. Als kleinen Nebeneffekt, wenn wir zusätzlich noch so viel Fett haben, dass wir sagen, wir schmeißen es nicht weg, kann man dieses Fett auch nutzen, wenn die Patientinnen und Patienten das natürlich nur wollen. Man kann das Fett nutzen, um andere Akzente zu setzen. In der Regel ist jemand, der keine starke Bauchmuskulatur hat, auch jemand, der nicht viel Sport treibt, der nicht sehr athletisch ist, dann kann man beispielsweise die Schultermuskulatur durch 3 Akzente nochmal aufbauen oder den oberen Brustmuskel. Und das ist die Technik nach Roberto Bijos. Das ist die athletische Modulation in der Verfeinerung in der Berliner Ausgabe, so würde ich das benennen. Das war's zum Thema athletische Modulation bzw. High Definition Liposculpturing.
oder wie auch immer man das bezeichnen möchte. Ich bleibe bei dem Begriff der athletischen Modulation deshalb, weil wir tatsächlich eine Modulation vornehmen, entweder eines Athleten, und das ist eben eine Zielgruppe, oder Patienten, die von ihrem Fettgehalt her in einer Größenordnung liegen, dass wir sie tatsächlich zu Athleten modellieren können. Ich hoffe, dass damit alle Fragen zum Thema athletische Modulation, High Definition, Liposculpture und Liposuction geklärt sind. Wenn ihr weitere Fragen dazu habt, die ihr hier im Video nicht geklärt gesehen habt, könnt ihr sehr gerne in der Kommentarleiste eure Fragen hinterlassen. Ansonsten drückt die Glocke, es lohnt sich. Wir produzieren regelmäßig Videos aus dem Bereich der plastischen und ästhetischen Chirurgie. Und falls ihr den Kanal nicht abonniert habt, dann abonniert den Kanal, damit ihr tatsächlich auch immer live dabei seid, wenn es etwas Neues gibt. Ich bin jetzt raus, ich bin Professor Dr. Sinis, ich bin dein Plastic Surgery Coach.